auch bescheinigt, muss man sich nicht wundern, wenn es aus dem Wald manchmal so rausschallt, wie man vorher reingerufen hat. Ihr Herr Stoiber hat einen Sozialismus, und da meinte er uns und nicht etwa die Kommunisten da drüben in der DDR, verglichen als mit Nazis. Sozialismus und Nationalsozialismus sei aus derselben Quelle gekommen. Alles das sind schlimme Sachen. Und das meine ich alles, wenn ich sage, Sie sind ein Mann des Unfriedens und des Streites. Sie sind der meist umstrittene Mann in der ganzen deutschen Nachkriegspolitik. Ich bin Herrn Kohl noch eine Bemerkung schuldig auf Herrn Carstens. Ich habe den Lebensweg von Herrn Carstens nicht im Mindesten kritisiert, Herr Kollege Kohl. Was ich gesagt habe, solange er nicht gewählt war, war, dass er auf dem rechten Flügel des demokratischen Spektrums steht. Und das war nicht als Beleidigung gemeint. Äußersten rechten Flügel. Ja, aber des demokratischen Spektrums und nicht außerhalb. Das habe ich so gesagt, meinte ich auch so. Und als er Bundespräsident war, habe ich ihm geholfen, alle möglichen Affären des Unfriedens, mit denen Leute ihm nachlaufen wollten, Prozesse, die gegen ihn liefen, alles das zu aplanieren, weil ich nicht möchte, dass ein gewählter, amtierender Bundespräsident in irgendeinen Tagesstreit hineingezogen wird. Nun war vom SPD-Staat die Rede, vom Gewerkschaftsstaat. Herr Genscher hat schon einen Teil meiner Wahlrede hier ausgebreitet. Ich sage das jedes Mal, ich zeige immer die Anzeigen vor mit Ihrem Bild, Herr Kohl, wo Sie vor dem Gewerkschaftsstaat warnen und vor dem SPD-Staat warnen. Von 5 Verfassungsorganen des Bundes haben Sie in 4 den Spitzmann oder Sie haben das Sagen. Das Einzige ist die Bundesregierung selber. Und da möchten wir Sie allerdings nicht drin haben, sonst wird das wirklich ein CDU-Staat. Aber es darf ja weder ein SPD-Staat werden, noch ein CDU-Staat. Das ist unser aller Staat, nicht? Das ist unser aller Staat. Und diese Polarisierung, die Sie hier unter dem Einfluss Ihres Freundes Strauß einbringen, die macht die verfassungspolitische Landschaft nicht besser. Ich fasse das alles zusammen, indem ich mit Herrn Kohls Parteifreundin, Frau Hanna Renate Laurin, feststelle, wie diese Dame heute vor einem Jahr in der Rheinzeitung in Koblenz gesagt hat, Strauß hat ein ungebrochenes Verhältnis zur Macht, aber ein gebrochenes Verhältnis zum Recht. Wenn das schon die eigenen Parteifreunde sagen, Herr Kohl, dann habe ich das Recht festzustellen, dies ist ein Mann des Unfriedens, er kann nicht einmal in der eigenen Partei Frieden halten. Ja, ja. Herr Dr. Kohl, darf ich Sie gleichzeitig bitten? Ja, ich muss jetzt zu den Behauptungen was sagen. Hier werden fortdauernd neue Behauptungen in die Welt gesetzt und man muss doch was dagegen sagen. Ausdrücklich erbeten. Ja. Können Sie aber abschließen mit der Information, was ist sozusagen innenpolitisch der kardinale Punkt, weshalb Sie die Regierung ablösen wollen? Komme ich gerne darauf zurück. Zunächst einmal, Herr Kollege Genscher, das kann nicht stehen bleiben. Wenn Franz Josef Strauß hier im Zusammenhang mit dieser rechtsradikalen Gruppe, die ja zum Teil nicht mehr mit politischen Dimensionen nur noch, sondern mit medizinischen Dimensionen begreifbar ist. Wenn er davon gesprochen hat, dass es beweisbar sei, dass in dieser Gruppe Leute seien, die eingeschlossen worden sind aus dem Bereich der DDR und dass die zuständigen bayerischen Behörden das an die Bundesbehörden weitergegeben haben, ist jetzt eine schlichte Information in dieser Sendung. Wie Sie daraus mit großer Emphase eine Beleidigung der 2 Millionen DDR-Flüchtlinge machen können, das ist Ihnen wirklich völlig unbenommen. Das ist absurd. Sie wissen das auch. Sollten wir doch untereinander nicht umgehen, wenn ein paar Leute aus der DDR in diesen Bereich, möglicherweise mit, ich weiß es nicht, mit Agentenperspektive eingeschleust werden, ist doch das keine Beleidigung, dass die DDR Agenten einschleust. Das haben wir doch vom Guillaume angefangen bis hin zu Dutzenden von Fällen, die uns alle betroffen haben, erlebt. Das ist der Punkt. Ich nicht noch unterstreichen, was Herr Genscher gesagt hat, dass es natürlich viele Bürger aus der DDR gibt, die... Ja, aber lieber Herr Abel, Sie müssen mir jetzt schon erlauben, dass ich, wenn Herr Genscher hier behauptet, dass ein solcher einfacher Sachhinweis des Kollegen Strauß eine Beleidigung von DDR-Vertriebenen ist, ist ja absurd. Ich bin genauso wie Sie, Herr Kollege Genscher, mit einer Frau verheiratet, die genauso wie Sie geflohen ist aus der DDR. Das ist eine absurde Behauptung. Lassen Sie das bitte also unter diesem Gesichtspunkt sein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, dass Terrorismus von rechts und links für uns ganz selbstverständlich in gleicher Weise abzulehnen, ist doch nichts Neues. Wir müssen doch hier nicht im Wahlkampf entdecken. Wir sind die Union, wir sind eine Partei der Mitte. Wir sind entstanden, nicht zuletzt aus der Geschichte des deutschen Widerstands gegen Hitler. Wir haben keinen Nachholbedarf. Ich zitiere doch jetzt genau das. Jetzt lese ich Ihnen vor, was Ihr Freund Gerhard Baum am 10. Juli 80 vor ein paar Tagen gesagt hat. Der Rechtsextremismus, das ist die Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes durch den Bundesinnenminister,
Da heißt es wörtlich in diesem Dokument, der Rechtsextremismus stellt weiterhin keine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung dar. Die überwiegende Mehrheit unserer Bevölkerung lehnt ihn scharf ab. Ja, hat jetzt der Franz Josef Strauß etwas anderes gesagt. Wieso drehen Sie nun den Begriff im Mund, ich muss das so sagen, herum und reden jetzt davon, als würden wir den Rechtsextremismus verharmlosen? Wir denken gar nicht dran. Das zu diesem Punkt. Für uns ist das ganz klar. Feinde der Demokratie, ob sie von rechts oder links kommen, sind unsere Feinde. Wir sind weder auf dem rechten noch auf dem linken Auge blind. Und jetzt aber zum Hauptthema. Das Thema ist doch die Frage, die innere Ordnung und der innere Frieden. Sehen Sie, Herr Bundeskanzler, Sie haben jetzt, das ist ja der rote Faden, das ist ja die Leitidee für diese Wahlkampagne, die Sie auch heute Abend hier sagen, Sie sprechen davon, Sie wollen keinen SPD-Staat, das sei unser aller Staat. Das ist wahr, es ist unser aller Staat. Aber wenn es unser aller Staat ist, dann müssen wir auch pflegsam damit umgehen. Und dann bringt Sie wiederum Ihr Feindbild, das Sie eben hier ausgebreitet haben. Jetzt frage ich Sie schlicht und einfach, wie war das denn im September 1977? Waren Sie damals nicht in der Lage, dass wir gemeinsam als Demokraten bei der Entführung meines Freundes Hans-Martin Schleyer zusammengestanden haben gegen die Feinde der Demokratie? In der bisher größten Herausforderung der deutschen Demokratie. Und da saß doch der Franz Josef Strauß dabei. Und da saß doch der Fritz Zimmermann dabei. Und die Ministerpräsidenten der CDU-CSU. Und apropos mit der Einladung, ohne uns wäre überhaupt nichts möglich gewesen. Sie kennen so gut wie ich die Verfassungsordnung. Das, was diese Verbrecher damals wollten, nämlich ihre politischen Gangsterkollegen auspressen, war ja nur möglich mit der Unterstützung der Bundesländer nach unserer Verfassungsordnung. Sie waren darauf mehr denn je angewiesen, dass wir in der Stunde der Herausforderung unseres Staates zu unserem Staat sehen, dass wir leben, unser aller Staat. Und das ist für mich nicht irgendein Thema, Herr Kollege Schmidt. Die sind die bittersten Stunden meines ganzen politischen Lebens. Ich habe zu Entscheidungen beitragen müssen, und ich war der Einzige in dieser Runde, der vom Schicksal so geschlagen war, zu Entscheidungen beitragen müssen, die tief eingegriffen haben in das Leben eines persönlichen Freundes, die ein Opfergang von ihm letztlich bedeutet hatten. Und das wussten wir alle. Und wir haben versucht, damals dem inneren Frieden zu dienen. Da können Sie nicht 3 Jahre danach so tun, als sei das nicht ein Stück Existenz unseres Landes. Können Sie nicht ein Feindbild... nicht gesprochen, Herr Können Sie nicht ein Feindbild eines der Teilnehmer dieser Runde, von Franz Josef Strauß, der dies alles genauso wie ich mitgetragen hat, der mit seinem Rat Nacht für Nacht und Tag für Tag voll unserem Staat zur Verfügung gestanden hat. Wir haben damals unsere Pflicht getan, um des inneren Friedens unseres Landes willen, um der Zukunft, dass die Verwahrlosung nicht möglich ist, dass einige verbrecherische Horden, ob von links oder rechts, diesen Staat, den wir uns gemeinsam gebaut haben, wieder zerstören können. Und jetzt wundern Sie sich, Herr Kollege Genscher, wenn wir nun am Herrn Baum Kritik üben. Herr Baum hat doch all diese Gemeinsamkeit, die damals gewachsen war, zerstört. Herr Baum hat jetzt in diesen Monaten nach seiner Amtseinführung über diese gesetzgeberischen Maßnahmen, die wir gemeinsam getroffen haben, in einer Weise geredet, als wäre die Erfahrung von 77 überhaupt nie entstanden. Und jetzt sagen Sie, es sei Irritation entstanden durch die Kritik an Baum. Ja, durch wen ist denn das Klima so eigenartig verändert worden? Es ist doch nicht nur die Frage der Diskussion von Herrn Mahler und Herrn Baum. Sie fragen danach, dass die Beamten irritiert seien. Die sind irritiert. Die Polizeibeamten, die ihren Dienst tun und der Einsatz ihres Lebens. Die Beamten, die in den Verfassungsschutzorganen arbeiten. Wenn sie eben sehen, dass hier Herr Baum eine Funktion übernimmt, die nicht die Funktion des Bundesinnenministers ist. Und Herr Genscher, Sie wissen so gut wie ich, der Innenminister Genscher und der Innenminister Mayhofer hätte niemals diese Diskussion mit Baum gemacht, weil sie an Wahrheit eine andere Politik vertreten. Sie müssen doch heute Abend nur aus innerer Solidarität der Partei diese Rolle hier spielen. Es kommt ein zweites dazu. Das ist doch kein isolierter Vorgang. Es gibt doch andere Vorgänge, die Sie gar nicht zu vertreten haben, aber Ihr Nachbar in der Koalition. In diesen Monaten ist es vorgekommen, dass in dem wichtigen, bedeutsamen Bundesland Bremen, nicht irgendeiner Stadt, auch klimatisch für die Politik der Republik wichtig, ein Mann,
der zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt ist, wegen zweifach versuchten Polizistenmordes, dass der von in einem Land, in dem die SPD die absolute Mehrheit hat, den Rudolf Alexander Schröder Literaturpreis überreicht bekommen hat, dass dieser Mann jetzt nach wenigen Jahren Haftverschonung bekommt und draußen Autorenstunden halten kann. Glauben Sie denn, Herr Genscher, dass die Polizeibeamten, die auf den Straßen und Plätzen für die Sicherheit unserer Bürger zu sorgen haben, davon überzeugt sind, dass das eine vernünftige Resozialisationsmaßnahme ist? Und haben Sie ein Wort von dem stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Schmidt, dem Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, zu diesen unglaublichen Vorgängen gehört? Das hat doch die Leute verunsichert. Ich bin ganz und gar damit einverstanden. Ich kann es nicht beurteilen, wenn Herr Mahler den Weg zurückfindet in unsere Gesellschaft. Ich bin über jeden froh, der aus dem Terrorismus, egal wo er herkommt, von rechts und von links im Übrigen, wieder den Weg in unsere Gesellschaft findet. Aber das kann doch nicht primär die Aufgabe des Bundesinnenministers sein. Dieser Bundesinnenminister hat das Klima zerstört, wie kaum ein zweiter. Und das Letzte, Herr Kollege Schmidt, ich habe jetzt nicht hier die Diskussion aufzugreifen, das Vorletzte zu dem Thema des Bundespräsidenten. Nur, dass Sie haben es aufgebracht, dass, ich habe geantwortet. Sie haben aber Ihre Äußerungen in einer Weise dargestellt, wie sie nicht waren. Sie gehörten zu jenen, die vor der Wahl des Bundespräsidenten entschieden das Klima angeheizt haben. Wir haben uns oft genug im Bundestag darüber unterhalten. Und dann ein Letztes, ich bin mitten in der Innenpolitik, eine der erstaunlichsten Äußerungen heute Abend war die des Kollegen Genscher, dass er weit und breit in der Bundesrepublik nirgendwo etwas sehen kann auf dem Weg zum Sozialismus. Herr Genscher, in welcher Bundesrepublik leben Sie? Ich lese Ihnen gerade wenige Sätze vor. Sätze, die neue Leiterin des Hamburger Jugendamtes, das ist die wichtigste Beamtin des Hamburger Senats für Jugendfragen, nicht irgendwann, sondern in diesen Tagen im August 1980 in Hamburg gesprochen hat bei ihrer Amtseinführung. Diese Dame sagt, Pflege und Erziehung der Kinder ist in erster Linie Aufgabe und Pflicht der Eltern. So sagt es das Grundgesetz und so denkt die überwiegende Mehrheit der bundesrepublikanischen Bevölkerung. Sie lässt sich dabei von der Überzeugung leiten, dass auch unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen die Entwicklung von Kindern am besten und am ehesten in der Familie gefördert werden kann. Wollte man diese Einschätzung zur Planungsvorlage machen, so läge darin wohlwollend gesagt ein Stück individualistischer Nostalgie, die sich an historisch überholten Erfahrungen orientierte. Denn die Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise hat alle Lebensbereiche und soziale Verhältnisse umgewälzt in Richtung umfassender Vergesellschaftung aller Lebensfunktionen. Das ist der nackte Marxismus, das ist der Marsch in den totalen Sozialismus, das ist die Veränderung des Grundgesetzes, der Verfassungsartikel über den besonderen Schutz der Familien. Dies ist nicht irgendwo in Deutschland. Dies ist eine Erklärung aus den letzten Wochen. Der Hamburger Senat mit absoluter SPD-Mehrheit hat sich mit dieser Erklärung voll solidarisiert. Das ist die Landespartei, die den Abgeordneten Helmut Schmidt als Spitzenkandidaten von Hamburg in den Deutschen Bundestag entsendet. Das ist der Marsch in den Sozialismus. Herr Kollege Kohl, Respekt, Herr Dr. Kohl, aber ich glaube, wir werden öffentlich gescholten werden, dass sich diese Runde wieder einmal festgebissen hat an im Grunde doch ephemeren Dingen und an der Vergangenheit. Es war viel Vergangenheit dabei. Ich meine, es geht auf Mitternacht und die Leute möchten etwas wissen über ihre wirtschaftliche Zukunft. Das ist doch so. Und über ihre Renten. Lassen Sie mich zu dem einen Satz sagen. Ich kenne das nicht, was die Dame gesagt hat. Ich habe es eben zum ersten Mal gehört. Das, was Sie vorgelesen haben, findet meine Billigung nicht. Also nur damit klar ist, das Originalton. Das ist doch aber geklärt, klare Distanz. Lassen Sie uns bitte weitergehen im Thema. Herr Genscher, ein Zwischensatz, damit wir zum Schluss kommen können. Ein Zwischensatz nicht, da muss man etwas mehr sagen zu dem, was Herr Kollege Kohl gesagt hat. Er muss mich nicht anreden mit meinem Namen im Zusammenhang mit dieser skandalösen Preisverleihung in Bremen. Das hat mit mir nichts zu tun, mit meiner Partei nicht und nicht mit dem Bundesinnenminister, damit das klar ist. Und Sie haben mich auch nicht richtig zitiert, Herr Kollege Kohl. Ich habe gesagt, das ist nicht Sozialismus, diese Gesellschaft, die wir hier haben. Sozialismus, das in der DDR, dass es hier Leute gibt, die ihn einführen wollen,
Das weiß ich so gut wie Sie und das wird an meinem entschiedenen Widerstand schaden. Das brauchen Sie einem liberalen Politiker nicht vorzuwerfen. Und dann möchte ich, was Herrn Baum angeht, sagen, wissen Sie, ich weiß, was Polizeibeamte denken. Dazu bin ich zu lange Innenminister gewesen. Aber ich wehre mich dagegen, dass Sie in Ihren Versammlungen und auch hier Herrn Baum für eine Fahndungsaktion verantwortlich machen, die in anderer Zuständigkeit lag und von der von Ihnen bestellte Mann an der Spitze des Kontrollgremiums in Hamburg gesagt hat, das sei in Ordnung. Das habe ich zurückzuweisen, deshalb hat Herr Baum da auch niemanden verunsichert mit Erklärungen, die er dazu oder in anderer Weise abgegeben hat und mit anderen Handlungen. Bringen Sie auch nicht bitte den Konsens, den wir gehabt haben, und das habe ich als eine ganz große Stunde in unserem Lande empfunden, in der schrecklichen Entführungs- und Mordsache Schleyer, bringen Sie das hier nicht in die Diskussion. Das ist so unbestritten, daran wollen wir weiterarbeiten. Aber sagen Sie noch bitte hinterher nicht, Herr Baum habe diesen Konsens aufgekündigt. Herr Baum lehnt den Terrorismus in diesem Lande genauso ab wie Sie und wie ich das tun und alle an diesem Tisch. Doch, das war hier insinuiert. Und es ging gar nicht darum, ob Herr Mahler umkehrt als Terrorist, sondern ob eine Symbolfigur des Terrorismus aus der Erfahrung andere auffordert zur Umkehr. Und dabei hat Baum mitgewirkt und das halte ich für notwendig und richtig und da spiele ich keine Rolle. Wir sollten uns nicht, Herr Kollege Kohl, vorwerfen gegenseitig, dass wir irgendwelche Rollenfunktionen haben. Ich konzitiere, dass alles, was Sie sagen, Ihre Überzeugung ist. Bitte tun Sie das in Bezug auf mich auch. Herr Ministerpräsident Strauß, darf ich bitten, mit mir einig zu sein, die Schlussrunde jetzt einzuleiten, indem wir auf einen Komplex kommen, der möglicherweise für den Wähler am gravierendsten die Unterschiede der Parteien zueinander klar macht, nämlich Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik. Wir können nicht mehr den ganzen Fächer des Themenkomplexes abhandeln, aber wenn ich jetzt mal die Thematik zu Hilfe nehme, die im Wahlkampf an vorderster Front eine Rolle gespielt hat, so ist, sind das ja die Staatsfinanzen oder die Staatsverschuldung. Ich möchte eine kritische Frage an Sie daraus ableiten. Wenn ich bedenke, was der Bundeskanzler, was Finanzminister Matthöfer dazu gesagt haben, war deren Argumentation, dass vor allem die Schaffung neuer Arbeitsplätze, um Arbeitslosigkeit zu verhindern, ein Grund gewesen ist. Zweitens ist darauf hingewiesen worden, dass die Bundesländer, darunter auch Bayern und Schleswig-Holstein, ebenfalls die Notwendigkeit hoher Staatsverschuldung empfunden haben. Und es ist ein drittes Argument gefallen, nämlich, dass der Blick auf andere Länder, ob sie Amerika oder andere europäische Länder jetzt mit heranziehen, zeigt, dass halt auch weltwirtschaftspolitische Zusammenhänge für die Staatsverschuldung maßgeblich sind. Zum letzten Argument habe ich von Ihnen noch nichts gehört. Ja, dieses Thema ist natürlich auch nicht in ein paar Sekunden abzuhandeln. Skandalös ist ja in unseren Augen nicht in erster Linie die Höhe der Verschuldung, sondern das Tempo des Aufbaus der Verschuldung. In den 20 Jahren CDU-CSU geführte Regierungen gab es am Ende 14 Milliarden Mark Netto-Schulden. 14 Milliarden Mark. Ich habe im Wahljahr 69 noch eine halbe Milliarde zurückgezahlt und meinem Nachfolger Alex Möller das Schuldenbuch des Bundes mit 14 Milliarden übergeben. Dann kamen 4,5 Jahre Kanzlerschaft Willy Brandt. Am Ende der 4,5 Jahre waren es etwa 44 Milliarden. Das heißt im Durchschnitt des Jahres 6 Milliarden. Und dann kamen 6,5 Jahre Helmut Schmidt und damit haben wir 185 Milliarden. Das heißt, der Zuwachs von 140 Milliarden in 6,5 Jahren, erstens. Zweitens ist ein großer Unterschied, den leider entweder Herr Schmidt nicht kennt oder in der Öffentlichkeit nicht sagt. Zwischen den Staaten, die sich in den Währungsreformen total entschuldet und ihre Bürger total enteignet haben.
wie das Deutsche Reich und wie es 1948 ziemlich genauso der Fall war. Andere Staaten, die keine Währungsreform hatten, haben ihre Schulden gegenüber dem Bürger mitgeschleppt und haben deshalb von vornherein schon eine höhere Schuldenlast, deshalb eine geringere Verschuldungskapazität. Dass wir die aber eingeholt haben im Bund, ist kein Ruhmesblatt. Drittens, es ist einfach nicht wahr, dass diese Schuldenaufnahme der Sicherung oder Vermehrung der Arbeitsplätze diente. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit hier, die genauen amtlichen Zahlen hier zu verlesen. Nur ein Bruchteil können im Zusammenhang mit Arbeitsbeschaffung überhaupt herangezogen werden. Aber was das Schlimme für die Zukunft ist und was der Raubbau einer kommenden Generation bedeutet, ist, dass der Finanzierungsspielraum für kommende Aufgaben durch diese einerseits verpfuschte Reformpolitik, andererseits sozialistische Ausgabenfreudigkeit praktisch weg ist. Wir hätten ja auch mehr Schulden machen können. Ich war da nicht so dumm dafür, oder mein Freund Schäfer, oder die zwei FDP-Finanzminister, die dazwischen waren. Wir waren doch nicht so dumm dazu, mehr Schulden zu machen. Wir haben aber gesagt, wir müssen unsere Ausgaben im Allgemeinen tätigen, aus den normalen Einnahmen, mit möglichst wenig Schulden, weil in der Zukunft immer neue Aufgaben kommen. Und wir haben sie jetzt in den 80er und 90er Jahren. Wir brauchen hunderte von Milliarden für das Energieprogramm, wenn das einmal endlich in Angriff genommen wird. Und wir brauchen ebenfalls einen Betrag von heute noch nicht abschätzbarer Höhe für die Bewältigung des durch den Fortschritt der Technik bedingten Strukturwandels in unserer Wirtschaft. Das heißt ja weitere Schuldenaufnahmen, wo muss dann ja, das Geld... Das werfen wir ja den Regierungen Brand, aber noch mehr Schmidt vor, dass sie diesen Verschuldungsspielraum, dass sie den heute total ausgenutzt haben. Wenn wir an der Regierung geblieben wären, ich baue hier keine Luftschlösser, die Sozialisten haben Luftschlösser gebaut und dann wird es immer sehr teuer, sie einzureißen. Wenn wir an der Regierung geblieben wären, hätten wir heute einen Netto-Schuldenstand von etwa 50 oder 60 Millionen Mark. Das ist keine allzu große Aussage, wenn man mit 20 Jahren 14 Milliarden baut und für weitere 10 Jahre dann sagt, da wären jetzt noch 30 oder 40 Milliarden Mark dazugekommen. Das ist durchaus denkbar. Was wir erreichen müssen, ist, Herr Abel, das ist die Notwendigkeit, dass man nicht nur immer vom Abbau des Verschuldenszuwachses redet. Herr Schmidt redet doch seit 1976 davon, dass er die Schuldenzuwachs abbauen will und er baut sie dauernd auf. Wir müssen dazu kommen, dass die Ausgaben der öffentlichen Haushalte langsamer wachsen, das heißt eine niedrige Zuwachsrate haben, als die Zuwachsrate des Bruttosozialprodukts bedeutet. Sonst schaffen wir den neuen Finanzierungsspielraum nicht mehr. Also das muss hat man eine kürzen. Reihe von Konsequenzen. Also völlig falsch ist es, was Herr Schmidt über die Verschuldung der Länder und Gemeinden sagt. Vor allem Bayern und Schleswig-Holstein sagt. Sie haben sich Herr Appel hat sich ja auf Sie berufen. Aber als Sie in Nürnberg davon sprachen, Bayern hätte vom Bund 140 Milliarden Mark in 10 Jahren bekommen. Ich habe das an Ort und Stelle korrigiert. Dann korrigiert werden mussten, die Länder hätten, nicht, ich alle Länder korrigiert hätten. Werden. Ich habe selbst meinen Versprecher im selben Satz korrigiert. Und als Sie dann darauf Sie sagten, die Länder hätten 140 Milliarden bleiben Mark bekommen. Bleiben Sie mal fair, Sie das stimmt doch verdrehen beides einem nicht. Wort im Munde. Das stimmt doch. Bleiben Sie mal anständig. Ich bin... So unanständig, wie Sie in der Auseinandersetzung der letzten Monate geworden sind, das hätte ich meinem Leben mir nicht vorstellen können. Wer hat denn das gesagt, dass der andere in die Nervenheilanstalt gehört, Herr Strauß? Das ich habe gesagt, wer 4000 Tage lang davon spricht und hört, dass der Friede jeden Tag sicherer werde und nach 4000 Tagen heißt dann auf einmal, jetzt stehen wir am Abgrund des Krieges und ich, Helmut Schmidt, bin der Einzige, der den Frieden retten kann. Darauf habe ich diesen in einer Wahlkampfrede formulierten, überspitzten Ausdruck gesagt, aber der sollte den Zustand darstellen, wie ein Friede 4000 lang sicherer werden kann und am Ende dieser Periode steht man am Abgrund eines Krieges. Das haben Sie zu vertreten, also nicht ich. Aber Sie haben in Nürnberg davon gesprochen, dass die Schulden der Länder und Gemeinden, dass der Bund sich so hoch verschuldet habe wegen der Länder und Gemeinden. Wissen Sie, was Bayern in den letzten 10 Jahren zusammengenommen an Ergänzungszuweisungen des Bundes bekommen hat? 1,8 Milliarden. Wenn Sie aber alles aufzählen in Ihrer typischen Art, Sie gehen ja mit Zahlen um, wie Kinder nicht einmal mit Zinssoldaten umgehen, indem Sie alles, was in den Ländern vom Bund finanziert wird, und der Bund besteht ja nur aus lauter Ländern, es gibt ja kein Bundesterritorium, hier aufführen alle Anschaffungen der Bundeswehr, den Bundesautobahnbau, dann den gesetzlichen, verfassungsmäßig geregelten Modus der Finanzierung der Hochschulen, das können Sie doch nicht aufrechnen. Wir haben in 10 Jahren
1,8 Milliarden Mark vom Bund bekommen, bei einer Haushaltssumme von schätzungsweise 240 Milliarden Mark insgesamt. Wenn ich die Gegenrechnung aufmachen würde, die allerdings genauso schwachsinnig wäre, das gebe ich zu, dann würden wir aufrechnen, was die Bayern, was die Schleswig-Holsteiner oder die Baden-Württemberger an Steuern gezahlt haben, die in die Kassen des Bundes fließen. Und da würden wir dann auf ungeheure Summen kommen. Ihre Kunst ist doch immer die der Verwirrung, ist doch immer die der Verwischung der Probleme, der Verdrängung der Probleme. Und deshalb verwahre ich mich auch dagegen, dass hier die Länder und Gemeinden als die Schuldigen der Bundesverschuldung genannt werden. Sie sind der Schuldenkanzler. Sie sind es, der diese für die Zukunft belastende Verschuldensmasse geschaffen hat. Jetzt kommt es doch wieder zu persönlichen Zuspitzungen. Meine Herren, was die Leute interessiert ist, wo gespart werden muss und ob es sie trifft. Bitte, Herr Bundeskanzler. Tja, ich habe heute ja die Bild-Zeitung gelesen. Da hat Herr Strauß dicke Überschrift rot unterstrichen gesagt, und nun heute Abend wird er uns entlarven. Wenn das schon die ganze Entlarvung war, geht das ja wohl aus wie das Horneberger Schießen, Herr Strauß. Sie haben eine Zwischenbemerkung gemacht wegen Frieden. Ich bin der Meinung, wir haben den Frieden für Deutschland hier in Europa sicherer gemacht, als er früher war. Dabei bleibe ich auch, und ich bleibe auch bei der Meinung, dass der Frieden der Welt draußen eher gefährdet ist in diesem Jahr 1980. Schauen Sie nach Iran und Irak, nach Afghanistan, nach Teheran, und er wird auch nächstes Jahr nicht weniger gefährdet sein. Was nun die Kreditaufnahme angeht. Zunächst einmal muss man da vergleichen. Da gibt es zwei Möglichkeiten zu vergleichen. Entweder mit anderen Staaten, die wie wir 1974 in die Weltwirtschaftskrise hineingezogen worden sind, oder aber mit der eigenen Geschichte. Wenn man vergleicht mit den anderen Staaten, die in die Weltwirtschaftskrise hineingezogen worden sind, so vergleicht jeder Staat seine Kredite mit seinem Sozialprodukt. Das tut ja auch ein Handwerksmeister, der sich ein Eigenheim baut, der vergleicht auch die drei Kredite, die er aufnehmen muss, erste Hypothek, zweite Hypothek, Bauspardarlehen, mit dem vermutlichen Einkommen seiner nächsten Jahre und überlegt sich, was kann ich mir leisten, jedes Jahr abzuziehen für meine Hypothek, für meinen Kredit zu bedienen. Und das ist was ganz Normales. Wenn Sie sich die Bilanzen der großen Unternehmen angucken und nicht der Handwerksmeister, Siemens oder Daimler-Benz, nicht, dann werden Sie sehen, dass die alle zu 68%, 70%, 72% ihr Betriebsvermögen einschließlich der Anlagen fremd finanziert haben. Es wird dann allerdings nicht Verschuldung genannt, wie Sie das belieben, sondern das heißt dort vernünftigerweise Verbindlichkeiten. Die großen deutschen Weltunternehmen weisen in ihren Bilanzen 70% Verbindlichkeiten aus. Aber nun zurück zum Vergleich. Viele Staaten der Welt waren gezwungen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, die sich 1974 und dann insbesondere 75 und folgende als Ergebnis der 15-fachung der Ölpreise, inzwischen sind es bald 20-fach, ergeben hat. Und da stellt sich raus, dass wir an zweitbester Stelle der ganzen Welt liegen. Es gibt einen einzigen Staat der ganzen westlichen Welt, der besser liegt, das ist Frankreich. Kann niemand wegstreiten. Und wenn Sie vergleichen, etwa mit der deutschen Geschichte. 1913, vor dem Kriege, war die damalige Verschuldung des Deutschen Reiches im Verhältnis zum Sozialprodukt doppelt so hoch, wie sie heute bei uns ist. Und wir haben niemals das Gesetz überschritten. Und das Gesetz steht ja, unsere Vorschriften stehen einerseits im Grundgesetz und andererseits stehen sie im Wachstumsgesetz. Das ist also von daher alles prima, an zweitbester Stelle in der ganzen Welt der westlichen Demokratien. Das gilt übrigens auch für die Zinsausgaben im Prozent der Staatsausgaben. All diese Vergleiche können Sie ziehen, sehen wir gut aus. Und nun muss ich allerdings sagen, in dem letzten Jahrzehnt, in das diese Wirtschaftskrise fällt, hat der Bund viel Investitionshilfen gegeben, hat sich dafür Geld geliehen bei den Sparkassen, haben ja auch viele Leute ihr Geld hingetragen auf die Sparkasse. Rentner sogar, hat es ja früher nicht gegeben, dass Rentner sparen, das können sie aber heute, weil sie eine hohe Rente kriegen. Und da muss es Leute geben, die sich das Geld leihen und die daraus Investitionen finanzieren. Dann haben die Unternehmen wegen der Ölpreissteigerung weniger investiert als früher, und dadurch entstand Arbeitslosigkeit. Und wir haben dafür gesorgt, dass mehr investiert wurde. Sie haben das übrigens auch gemacht. Wir haben unsere Gesamtverschuldung im Bund steigen lassen in den letzten 10 Jahren um 320%, das Land Bayern um 460%, das Land Schleswig-Holstein um 370%, Niedersachsen um 440%. Um nur mal die wichtigsten zu
zu nennen, die in der öffentlichen Debatte immer so viel Wind machen. Wir haben insgesamt mehr Investitionen finanziert, Herr Strauß, als wir Kredite aufgenommen haben. Wir haben einen Teil unserer Investitionen aus laufenden Steuereinnahmen finanziert. So wie das der Hausvater auch macht, der sich ein Reihenhaus kauft, muss auch was ansparen und dann nimmt er sich Kredite auf. Und wir haben dafür Werte und Anlagen geschaffen. Elektrifizierte Eisenbahnstrecken, Stadtbahnstrecken in der Ruhr, in München, Herr Strauß, in Stuttgart, öffentlichen Personennahverkehr. Wir haben dafür Turnhallen gebaut, Sportplätze, Krankenhäuser, übrigens auch Krankenhäuser für die Kirchen, auch für die römisch-katholische Kirche. Wir haben damit Hochschulbau betrieben, Steinkohlebergbau enorm gestützt, neue Technologien für die Veredelung der Steinkohle finanziert. Muss ja später mal Benzin draus gemacht werden und Gas draus gemacht werden, falls das mit dem Öl selbst für uns Deutsche nicht mehr zu bezahlen sein sollte. Das ist alles sehr vernünftig. Aber wir haben es gemacht, nicht nur aus dieser Sorge für die Zukunft. Hochschulen stehen ja ein Jahrhundert. Sanierte Häuser in alten Stadtkernen stehen ja ein Jahrhundert. Straßen noch länger. Das ist alles Zukunftsvorsorge. Die Kohleveredelung werden wir länger von gut haben als nur 100 Jahre. Sondern wir haben es insbesondere gemacht, weil auf diese Weise Arbeitsplätze geschaffen wurden. Und in voller Übereinstimmung mit der katholischen Soziallehre, von der ich ein guter Kenner bin und nicht erst in den letzten paar Jahren, die mich im Laufe der letzten 25 Jahre in all ihren Entwicklungen, seit Rerum Novarum heute vor 90 Jahren, seit Quadragesimo Anno heute vor 50 Jahren, seit Mater et Magistra heute vor knapp 20 Jahren. Es war eine Enzyklika von Johannes dem 23. Und da schreibt Johannes der 23. in Mater Magistra, die Fortschritte der wissenschaftlichen Erkenntnisse geben der staatlichen Führung heute in umfassenderem Maß als früher Möglichkeiten an die Hand, die aus den Schwankungen der Wirtschaft sich ergebenden Störungen zu begrenzen und durch vorbeugende Maßnahmen den Eintritt von Massenarbeitslosigkeit wirksam zu verhindern. Das ist von der staatlichen Führung immer wieder zu fordern, dass sie sich in vielfältiger Weise, umfassender als früher, wirtschaftspolitisch betätigt und dafür geeignete Mittel und Verfahren anwendet. In voller Übereinstimmung mit diesem Kernstück der christlichen Soziallehre, in voller Übereinstimmung übrigens auch mit dem Godesberger Grundsatzprogramm der SPD und mit einer bald 120-jährigen Tradition meiner Partei und in voller Übereinstimmung zwischen den beiden Koalitionsparteien. Wir haben damit die Arbeitslosigkeit in unserem Lande unerhört viel wirksamer bekämpfen können als etwa in England, in Amerika, in Italien, in Frankreich, wo sie überall anderthalb Mal doppelt so hoch, zweieinhalb Mal so hoch ist wie bei uns. Die Japaner haben dasselbe gemacht. Sie haben noch mehr Erfolg gehabt. Ihre Arbeitslosigkeit ist etwas kleiner als bei uns. In Sachen Arbeitslosigkeit sind wir an zweitbester Stelle der westlichen Welt. Und in Sachen Verschuldung sind die Japaner nicht ganz so gut wie wir. Da sind die Franzosen etwas besser. Dafür haben sie mehr Arbeitslose. Das heißt, wir haben etwas gemacht, was in dieser Weltwirtschaftskrise dringend notwendig war. Und damit Sie mich richtig verstehen, wenn OPEC oder der Krieg zwischen Iran und Irak zu einer erneuten Weltwirtschaftskrise führen würde, würde ich akkurat dasselbe nochmal machen. Und ich sage noch einmal, wir haben gehandelt im Rahmen des Grundgesetzes und des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes. Und was Sie dazu sagen, ist nichts weiter als Angstmacherei. Zumal Sie in Bayern und Schleswig-Holstein anderen Ländern selber so gehandelt haben. Ich klage Sie deswegen nicht an, denn Sie haben vernünftig gehandelt. Sie haben gemeinsam mit dem Bund gehandelt, ausgehandelt, im Finanzplanungsrat jedes Jahr einmal. Nur sind Sie unehrlich, weil Sie verschweigen. Zum Beispiel besonders unehrlich ist Herr Stoltenberg, der also nun in seinem Lande am allerwenigsten Anlass hat, sich über andere Leute Kreditaufnahmen aufzuhalten. Es kommt ja noch eins hinzu. Sie haben die Sache so weit getrieben, dass Sie sogar behaupten, das würde eines Tages zur Währungsreform führen. Nicht? Ich habe hier einen von Ihren gefälschten 100.000-Mark-Scheinen mitgebracht. Nicht? Absender, verantwortlich für den Inhalt, Bürgeraktion Demokraten für Strauß. Oder ich habe hier mitgebracht Plakate, die Sie in München kleben, mit Ihrem Bild obendrauf.
Stabilität statt Währungsreform. Sie haben diesen Unsinn mitgemacht. Sie sind inzwischen leicht davon abgerückt. Und ich muss Ihnen nun mal dazu eins sagen. Sie müssen ja mal versuchen, anderen Leuten Angst zu machen. Den alten Leuten wegen der Rente, den jüngeren Leuten wegen ihrer Kinder, die sie angeblich nicht mehr ernähren können. Hier versuchen Sie Leute, die Geld gespart haben, Angst zu machen. In Wirklichkeit ist es doch so, Herr Strauß, Sie haben Ihr eigenes Vermögen bisher nicht in Lira oder Franc oder Sterling angelegt. Wenn ich das richtig weiß, ist das in D-Mark angelegt. Das ist auch, neben dem Schweizer Franc, die sicherste Währung der ganzen Welt. Sie brauchen nur auf die Börse zu gucken, in Zürich oder in New York, um zu sehen, was die D-Mark wert ist. Die ist so viel wert, dass wir nur noch 1,80 Mark ausgeben müssen für einen amerikanischen Dollar. Als Sie Finanzminister waren, mussten wir noch 4 Mark bezahlen. Damals kostete ein Fass Öl, dass wir ja einen Dollar bezahlen müssen. Das kostete damals 1,80 Dollar. Rechnen wir rund 2 Mark. 2 Dollar. Rechnen wir 2 Dollar zu 4 Mark, dann haben wir damals fürs Fass Öl 8 Mark bezahlt. Dazu kamen die Transportkosten. Heute kostet dasselbe Öl dank der OPEC 30 Dollar. Wenn wir für einen Dollar immer noch 4 Mark ausgeben müssten, dann wären das 120 Mark. Wir geben aber für einen Dollar nur noch 1,80 Mark aus, dank unserer Aufwertung, gegen die Sie sich als Finanzminister lange gesträubt haben. Und infolgedessen ist der Ölpreis bei uns nicht 120 Mark, sondern der Weltmarkt-Rohölpreis für Deutschland liegt bei einigen 55 Mark. Dazu kommen die Transportkosten. Das gilt ähnlich nicht nur fürs Öl, für den Kupfer, für all die Rohstoffe, die wir einführen. Es hat sich segensreich ausgewirkt, dass wir unsere Währung so hart gemacht haben. Segensreich für alle unsere Importpreise. Ist ja einer der Gründe dafür, warum in diesem Land der Bundesrepublik die Preise nur ein Viertel so steigen wie zum Beispiel in Italien oder in England. Oder nur doppelt so viel wie in anderen Ländern. Alles zusammengefasst. Dies ist eine Angstkampagne, die Sie versucht haben, die vollständig zusammengebrochen ist. Sie wissen das auch. Und wenn Sie nun empfehlen für die Zukunft, man soll die neue Kreditaufnahme des Staats etwas niedriger halten, 1 bis 1,5%, haben Sie gesagt, als die Entwicklung des Sozialprodukts, dann ist das richtig. Nur Sie verschweigen, dass das in der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes bereits drinsteht und nicht erst seit gestern, und dass Ihr eigener Finanzminister in München daran mitgewirkt hat, für den dieselbe Vorschrift gilt. Sie tun so, als ob Sie den Stein der Weisen gefunden hätten. In Wirklichkeit schreiben Sie bei uns ab, drucken das in Ihre Wahlkampfpamphlete. Eins gebe ich hinzu, wir hätten 1980 vielleicht etwas weniger machen können, wenn es nur nach uns gegangen wäre. Aber wir haben auf dem Bonner Weltwirtschaftsgipfel nach langen Verhandlungen dem Drängen der Franzosen, der Engländer und der Amerikaner nachgegeben und haben 13 Milliarden mehr Kredit aufgenommen, dann im folgenden Jahr 79, als wir selber für richtig gehalten haben. Das gebe ich hinzu, das ist geschehen. Diese 13 Milliarden sind geschehen aus Gründen des internationalen Kompromisses. Aber das muss man auch immer wieder sagen. Wer Frieden halten will und gute Freundschaft mit seinen Partnern und mit seinen Nachbarn, der muss auch mit denen Kompromisse machen. Diesen Kompromiss haben wir gemacht. Herr Dr. Kohl, vorletztes Wort, bitte kein neues Thema. Ja, aber die Themen, die Herr Schmidt angesprochen haben, müssen ja schon behandelt werden. Es ist schon beinahe bewundernswert, wie Sie selbst bei nüchternen Zahlen, Herr Kollege Schmidt, sofort Ihre beleidigenden Verbalinjurien einführen. Da wird Gerhard Stoltenberg, mein Freund, als unehrlich bezeichnet. Da wird von Angstmacherei geredet. Man kann so sagen, wer anderer Meinung ist wie Sie, der wird von vornherein verteufelt. Wie war das Wort von Willy Brandt vor 10 Jahren? Wir wollen mehr Demokratie wagen. Und wer heute Sie überhaupt nur anspricht, ob das der Chefredakteur einer großen Zeitung ist, ob das die deutschen Bischöfe sind, ob das ein Student in einer Fernsehsitzung ist, jeder wird abgekanzelt. Das ist genau das Wort Skrupellosigkeit. Das ist genau Ihr Stil. Ja. So wie Sie sich hier darstellen, das ist Ihr Stil. Ich will nur von vornherein sagen, wie Sie bewundernswerterweise selbst bei der Staatsverschuldung mit solchen Dingen arbeiten. Sie werden gleich das Thema merken. Ich finde es auch bewundernswert, dass Sie sich jetzt wieder auf Papstworte zitieren, nachdem Sie doch in den letzten Tagen alles andere in die deutsche Öffentlichkeit gebracht haben. Drohende Untertöne. Aber das ist Ihre Sache. Das geht mich nichts weiter an. Ich will aber jetzt zu dem Thema, das Sie hier nun dargestellt haben, einfach mal mit den Zahlen berichten. Sie behaupten schlicht und einfach, Sie hätten diese Schulden machen müssen, um damit die Arbeitsplätze zu sichern. Das war das Kernstück Ihrer These. Wobei Sie dann bei den Arbeitsplätzen schon
mit einer eigenartigen Arbeitsplatzvermehrungszahl operieren. Ich lese Ihnen die Zahlen vor, die Sie in wenigen Tagen genannt haben. In Bonn haben Sie gesagt, 700.000 neue Arbeitsplätze seien geschaffen worden. Ein paar Tage später in Hamburg 800.000. Bei der CDF-Sendung. Sie fälschen. Bei der CDF-Sendung. Bei der CDF-Sendung waren es 900.000. Das ist doch völlig gleich. Sie sind ein unchristlicher Zitatfälscher. Wissen Sie, was soll man eigentlich noch über Ihre Wortschöpfung denken? Blamieren Sie sich so gut Sie können. Ich fahre hier in meinem Text weiter. Der Graf Lambsdorff sprach zu Ihrer wundersamen Arbeitsplatzvermehrung dieser Tage. Und ich bleibe jetzt bei einer Zahl, also ob das 700.000 oder 900.000 ist, streite ich nicht. Wörtliches Zitat. Die rund 900.000 Arbeitsplätze, die in den letzten Jahren mit zusätzlich geschaffen wurden, sind ganz überwiegend mit privaten Investitionen eingerichtet worden. Das Richtig. Heißt also, Ihr eigener Wirtschaftsminister widerlegt doch die Behauptung, dass Sie diese Schuldenmacherei gebraucht haben, vor allem für Arbeitsplatzsicherung. Ich habe die Zahlen da. In den 174 bis in dem Jahr 1974. Ich glaube, Sie reden über etwas, was Sie nicht genau verstanden haben. Also, ich muss Ihnen jetzt wirklich sagen, diese ungewöhnliche sozialistisch-pseudo-elitäre Arroganz, die können Sie in Hamburger Ortsvereinen praktizieren, aber nicht vor einem deutschen Fernsehpublikum von vielen Millionen. Benehmen Sie sich wirklich bitte, wie es dem deutschen Bundeskanzler zukommt. Ich muss mir das jetzt einfach verbieten, diese Tonart. Sie fälschen Zitate und dann wundern Sie sich. In den Jahren von 1974 bis 1980 sind 118 Milliarden ausweislich der Bundesregierung Schulden gemacht worden. In diesen Jahren sind 16,4%, Herr Kollege Schmidt, in Wirtschaftsförderungs- und Arbeitsmarkt-Sonderprogramme gesteckt worden. Das ist doch einfach die Wahrheit. Und weil das die Wahrheit ist, ist es doch auch nicht wahr, dass die überwiegende Zahl der verschuldeten Summe in diesen Jahren, die 185 Milliarden, von denen Franz Josef Strauß gesprochen hat, dass die eben in Arbeitsplatzbeschaffung gegangen sind. Und es ist auch nicht wahr, der Vergleich zu den 20 Jahren 1949 bis 1969. In diesen 20 Jahren, Regierung Adenauer, Erhard und Kissinger, ist unsere Bundesrepublik gebaut worden. Aus dem Nichts, aus der Zerstörung mit einer neuen Infrastruktur, einer modernen Industrienation ist entstanden. Die Plätze, die Fabriken, die Häuser, alles was dazugehört. Wir haben über 10 Millionen, Herr Kollege Schmidt, Flüchtlinge, eine neue Heimat und Vertriebene schaffen müssen. Wir haben begonnen mit der Wiedergutmachung. Und dennoch haben sie diese Schulden gemacht, weil sie über die Verhältnisse dabei gelebt haben. Und haben dabei für 550 Millionen Werte geschaffen, Herr Kohl. Sehr viel mehr Werte, als wir ausgegeben haben. Die Liste der Fragen, die wir leider nicht behandelt haben, ist lang. Erschöpfend kann man alles auch bis zum nächsten Morgen nicht mehr behandeln, vor allem nicht so. Dank auch im Namen meines gastgebenden Kollegen Reinhard Appel an Sie, meine Herren. Verehrte Zuschauer und Zuschauerinnen, Hörer und Hörerinnen, verehrte Wähler, guten Abend.